So, servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Es soll heute nicht mal um zwei Räder gehen, sondern es geht um vier Räder. Ja, ich habe ja immer noch meinen Citroën, aber der Citroën hat ein bisschen Zuwachs bekommen, denn ich habe noch irgendwie was ein bisschen für zwischendrin gebraucht und ich bin gespannt, ob da jemand drauf kommt. Also ich hatte ja vorher den Range Rover, ich glaube, da habe ich gar kein Video mehr gemacht. Da ging er nach zwei Jahren, ging der quasi wieder zurück. Dann hatte ich quasi nur den Citroën und jetzt habe ich irgendwie noch mal ein bisschen was für zwischendurch gebraucht. Ich zeige jetzt einfach schon mal kurz den Schlüssel. Ich bin gespannt, ob er drauf kommt. Ist eigentlich nicht so normal, glaube ich. Es ist nämlich auf jeden Fall schon mal ein BMW. Es ist ein älterer. Und ich muss dazu sagen, es war schon immer so ein bisschen mein Traumauto in Anführungszeichen. Kommt nämlich so ein bisschen aus der älteren Generation und ich fand ihn schon immer mega geil. Und wir würde ich sagen, wir gucken jetzt einfach mal an. X5 von 2013. Ich muss einfach sagen, was mir so geil gefällt, der ist einfach so groß. Ich bin knapp 2 Meter. Wie ihr sehen könnt, das ist mein quasi der neue Kleinwagen. Es passt einfach ein bisschen zu meiner Größe. Mir gefällt der einfach richtig gut vom Aussehen, muss ich einfach sagen. Ein bisschen überlegt wegen X3 und so, aber ich muss sagen, so ein X5 schaut einfach Standard schon richtig geil aus. Also das ist irgendwie nur eine M-Ausführung, logischerweise auch gebraucht, ihr seht's. Ist einfach nur M, X-Drive, also halt Anrad, kann also auch ordentlich was ziehen. Ich habe nämlich mittlerweile, ich habe jetzt schon ein paar Wochen, habe mittlerweile schon eine Anhängerkupplung verbaut und noch ein paar Kleinigkeiten, zeige ich auch gleich. Und sonst ist der eigentlich relativ Standard, ist einfach nur weißer X5, hat glaube ich ein bisschen breitere Spurplatten drin vom Vorbesitzer, hat die M-Ausführung, also wohl die M-Sportrohre, ja die M-Auspuffbänder, obwohl ich sogar schon gesehen habe, ich glaube die neueren haben die, größer sind, gefällt mir persönlich besser, aber es ist wie es ist. Das ist auch alles hier vom Vorbesitzer, nicht wundern, das ist schwarz, gefällt mir ganz gut. Das M, weiß ich nicht, ob das Standard ist, ich weiß nicht, ob ich das 100 machen soll oder nicht, könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin ja kein Gebrauchtmarkt-Experte, aber hört mal hin. Doch zu groß. Das ist mir auf jeden Fall noch aufgefallen. Irgendwie sind die ziemlich laut. Ich weiß nicht, falls jemand zuschaut, der ein bisschen Ahnung hat, könnt ihr gerne mal schreiben, ob das normal ist. 295 PS, irgendwie so knapp 300 PS. Finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Wie gesagt, das stört mich ein bisschen. So, hier bei den Felgen haben wir jetzt auch noch mal die waren vom Vorbesitzer drauf. Ich weiß gar nicht, ob das Originale sind. Sind eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber sind natürlich auch mittlerweile schon ziemlich runtergeranzt. Müssten 20 Zoll sein, glaube ich. Sind auch noch Sommerreifen drauf. Also da muss auf jeden Fall dann noch mal was Neues her von Reifen bekommen. Bin ich schon im Gespräch, dass da auf jeden Fall noch mal coole Felgen drauf kommen und dann sehr wahrscheinlich auch Allwetterreifen. Vorne habe ich jetzt nur schon mal das Einzige, da waren silberne Dinger drin. Da habe ich schwarze nachgerüstet, auch Originale. Und hier wieder das M-Emblem. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dumm das kommt mit so einem M-Emblem, obwohl es ja nur so ein M-Paket ist. Und ich weiß gar nicht, ob das da die richtige Stelle ist. Es ist einfach ein großes Auto und das ist halt einfach schon richtig nice. Es sind so Kleinigkeiten. Es ist einfach so ein Luxus-SUV, der einfach schon ziemlich alt ist. Wie gesagt, 2013. Du hast solche Sachen wie Soft-Close. Irgendwie geil. Habe aber auch schon gehört, wenn das kaputt geht, ist sehr teuer. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe, es geht nicht kaputt. Du hast sowas wie Schlüssel. Wir haben zwei Schlüssel quasi. Und wenn ich mit meinem Schlüssel das Auto aufsperre, fährt der automatisch in meine Position. Das finde ich ist irgendwie auch eine richtig, es sind so Kleinigkeiten, die mir einfach richtig gut gefallen. Was ich jetzt hier noch nachgerüstet habe, das wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Ich mache jetzt hier mal kurz an. Das ist das einzige nicht so schöne. Das soll ich noch irgendwie hier hoch verlegen. Und dann landet es irgendwie da oben, das ist die Freisprechanlage. Ich habe nämlich Apple CarPlay reingemacht und ich war da echt begeistert, dass ich das alleine geschafft habe und so gut hinbekommen habe. Dachte aber, ich kann die Originale benutzen, ging irgendwie nicht. Keine Ahnung, jetzt muss ich das noch schön verpacken. Kann jetzt hier auf Back drücken. Perfekt. Normalerweise müsste das automatisch gehen. Das ist natürlich ein super Vorführeffekt. Krass. Und haben dann einfach Apple CarPlay am Auto. Ich muss einfach sagen, das ist so, mehr braucht man fast gar nicht. Ich habe auch in meinem Citroën, habe ich auch Apple CarPlay, ein großes Bildschirm. Ich finde, mehr brauche ich heutzutage im Auto einfach nicht mehr. Ich war sehr überrascht, ihr seht es jetzt nämlich auch hier. Guckt mal kurz rein, 8,5 Liter. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, mein Citroën verbraucht 9,2. Also der fährt günstiger als der Citroën. Ich weiß immer noch nicht wie, aber das sagt mir auf jeden Fall gerade die Anzeige hier.
ich muss sagen, ich bin super happy, hab Lederausstattung hier drin. Ich habe noch ein paar andere Aufkleber runtergemacht vom Vorbesitzer, was ein bisschen dämlich war. Das, ich bin mir nicht sicher, sagt mal bitte, soll man die drauf lassen? Ist das hier überhaupt Standard? Das sind alles so Fragen, wo ich mich gerade frage, weil ich mich eigentlich mit Autos nicht so auskenne. Ich finde das Auto super, super nice und einfach so geil, wie er da steht. Man muss wirklich nichts mehr an dem Auto machen. Anhängerkupplung dran gehauen, Apple Carplay rein. Und gut ist. Ich glaube, viele hätten es nicht gedacht, weil natürlich von dem neuen Range Rover, der aber natürlich kleiner war, ich hatte nur den Evoque, auf einen X5. Aber ich mag das einfach, hat mir schon immer gefallen. Es erinnert mich so ein bisschen an früher, weil da war das immer so dieses, boah, ein X5. Beziehungsweise damals noch mehr auf dem X6 gestanden, auf den alten. Aber mittlerweile gefällt mir der X5 fast besser, weil er einfach mehr Platz hat. Und wenn du viel zum Transportieren hast, dann ist es einfach praktisch. Kann mit der Anhängerkupplung super viel ziehen, was ich auch gar nicht mit dem Citroen ziehen kann. Und ja, das war's eigentlich. Ich würde sagen, schreibt in den Kommentaren, wenn euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Peace.